Willkommen, verehrtes Publikum, zu einem kurzen Video diesmal. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass in sämtlichen Foren, aber auch hier auf YouTube oder auf Facebook oder wo auch immer, immer wieder gefragt wird, wie installiere ich das neue Rockrel? Ja, das wollte ich euch erstmal hier zeigen. Und zwar lade ich mir erstmal hier die neueste ZIP-Datei runter. In meinem Fall ist das für Windows 64-Bit. Wenn ihr ein Windows 32-Bit habt, dann natürlich die andere Datei. Ich lade sie jetzt mal runter. Datei wird gespeichert. So, die ist jetzt hier bei mir auf dem Rechner. Dann gehe ich auf den Desktop und erstelle einen Ordner mit dem Namen Rockrel Project. Natürlich könnt ihr den Ordner so benennen, wie ihr wollt. So, dann gehe ich in den Explorer, in die Downloads und da ist die runtergeladene ZIP-Datei, die extrahiere ich jetzt erstmal in den gerade erstellten Ordner, das ist hier Rockrel Project. Es dauert ein bisschen. Mit WinZip geht es natürlich schneller, aber wir machen das jetzt hier mit Windows Bordmitteln, was jeder eigentlich am Rechner haben sollte. So, jetzt mache ich diesen Rockrel Project Ordner auf und klicke hier auf desktop-link.cmd. Doppelklick. So mache ich hier zu. Da wird eine Verknüpfung erstellt. Jetzt auf diese Verknüpfung, Doppelklick und schon geht das Programm auf. Bitteschön.